Hallo Welt, da sind wir wieder. Wir gucken noch ein bisschen zu, wie unsere Arbeiter arbeiten hier. Das heißt, vielleicht sollten wir auch mal speichern zwischendurch. Eine optionale Beschreibung dürfen wir eingeben. Lucretias. Siedlung 2020. Naja, vielleicht schreiben wir ein richtiges Datum da rein. Was haben wir heute zum Zeitpunkt der Aufnahme? Ist der 8. Der 8.10. Lucretias Siedlung. Peng. Was für Extras gibt es denn hier? Intro abspielen. Oh ja, gerne. Das haben wir uns nämlich gar nicht angeguckt, weil es das gar nicht gab. Es gab das beim ersten Mal starten. Da habe ich die Soundeinstellungen so vorgenommen mal und hatte gehofft, dass beim Start der Aufnahme, für die Aufnahme, dass das Intro dann auch abgespielt würde. Wurde es aber nicht. Jetzt gucken wir uns das mal an. Wir haben überlebt. Unsere Welt wurde zerstört. Und wir mussten dafür bezahlen. Mit über 100 Jahren ohne Sonne. Aber wir haben uns gut vorbereitet, um diesmal alles richtig zu machen. Unsere Vorfahren haben uns ein glückliches Leben gestohlen. Doch wir werden nicht einfach aufgeben. Mutter Erde ist jetzt gemein und bösartig. Trotzdem leben wir noch. Und wir werden weiterleben. Schön. Ich freue mich, dass wir uns um diesen Gänsehaut-Trailer nicht gebracht haben, um das Intro nicht gebracht haben und uns das jetzt doch nochmal angucken konnten. Ich habe es nämlich selber auch vorher noch gar nicht gesehen, jetzt auch gerade erst zum ersten Mal. Denn als ich sah, dass da ein Intro kam, wollte ich mich natürlich nicht spoilern und ich wollte ja nur mal nach dem Sound gucken und ob die Aufnahme so läuft. Und deswegen habe ich das übersprungen. Ja, und dann haben wir es nachher nicht wiedergesehen. Jetzt haben wir es ja wiedergefunden. Wie läuft es denn hier? Försterhütte errichtet. Keine. Warum nicht? Haben wir doch. Haben wir das Falsche gebaut? Das kann nicht sein. Hier oben ist doch was. Ist auch noch im Bereich der Siedlung, also da sollte sich doch eigentlich jemand drum kümmern. Ah, wir müssen einen Förster zuweisen, oder? Förster? Weise Förster haben wir doch auch gemacht. Ich habe doch gesehen, dass da schon Bäume gefällt werden. Ah ja, hier geht's doch schon rund. Irgendwer macht doch hier schon was. Schweine kommen! Freundliche Schweine? Das sind keine Wildsäue, das sind Wildschweine. Jetzt. Ja, dann dort's wohl. Die Bauherren sind noch mit anderen Dingen beschäftigt, oder? Oder wie ist das jetzt?
Er ist ja nur ein Siedler. Der baut hier fleißig Schrott ab, so wie es gesagt wurde. Steht hier nicht irgendwie bei, was hier fehlt? Bauen. Baufläche freiräumen. Holz 24. Schrott brauchen wir. Da haben wir nichts. 37 mal Schrott. Baufortschritt 60. Als nächstes bauen. So. Ah, okay. Ja, okay. Hier im Müll lassen wir uns ein bisschen Zeit. Das ist auch ein bisschen fernab. Oh, ja. Die sind ein bisschen gemütlich auch. Naja, sie müssen ja auch nicht rennen. Verletzen sie sich am Ende womöglich noch. Lastwagen-Truck. Der fährt aber nicht mehr, glaube ich. Da sind schon wieder Siedler hinzugekommen und zwei Kinder sind erwachsen geworden oder gestorben. Ich habe mich gefragt, ob es noch andere Überlebende gibt. Naja, Überlebende wird es geben, aber ob andere aus dem Bunker, aus einem anderen Bunker vielleicht noch irgendwo rausgekommen sind. Windruine. Kann man die nicht nutzen? Können wir nicht so etwas bauen? Militärbasis. Aha. Können wir hier vielleicht einen mal hinschicken, damit er checkt, was es da so Schönes gibt? Krankenhausruine. Auch ein Fragezeichen. Oh. Auch ein Fragezeichen dran. Oh, das wird ja noch. Wir können ja noch einiges entdecken. Wo, aus welchem Loch sind wir eigentlich geschlüpft? Wo ist denn eigentlich der Bunker, aus dem wir rauskamen? Schrotthaufen, Schrotthaufen, Schrotthaufen. Hausruine. Ja. Ja gut, das ist ja jetzt erstmal nur die Einführungsmap hier. Man kann sich auch frei bewegen. Wow, da wäre ich ja schon total gespannt. Nur ist das leider so aus Erfahrung. Wir haben ja schon mal versucht, Anno zu starten bei uns auf dem Kanal und einige andere Aufbauspiele, Titel. Und das ist bisher ja nicht so auf Begeisterung gestoßen bei den meisten Zusehern. Da muss ein bisschen was anderes passieren. Das ist man gewohnt bei uns auf dem Kanal. So Aufbausachen ist man bis jetzt nicht gewohnt. Ich müsste das mal durchziehen mit irgendeinem Titel. Dieser hier würde sich schon anbieten. Ich hatte da letztens auch was. Float Sam hat mir auch sehr gut gefallen. Ja, da gibt es einige interessante Titel, in denen man bauen kann. Anno hatte ich eigentlich gerechnet damit. Spellforce. Bei Spellforce, muss ich gestehen, hatte ich wieder gute Arbeit. Ein bisschen was dran auszusetzen nachher an dem neuen Teil. Die alten waren gut. Arbeitern zu sagen, aus welchem Bereich sie ihr Holz beziehen sollen. Ah, und zu deiner Information. Wenn du möchtest, kannst du deiner Försterhütte auch sagen, dass sie sich nur um die Aufforstung eines Bereichs kümmern soll. Um einen schönen, dichten Wald zu erschaffen, den kommende Generationen nutzen können. Ja. Kann er das? Okay. Sehr gut. Nun sollten wir uns um das Sammeln von Schrott kümmern. Mhm. Schrott ist eine unserer wertvollsten Ressourcen, da das Schrottvorkommen limitiert ist.
und wir aus Schrott weitere Ressourcen gewinnen können. Im Unterschied zu den Aufträgen von gerade eben erlaubt es der Schrottplatz, größere Schrottvorkommen wie Ruinen oder Wracks abzubauen. Ja. Und den müssen wir auf Schrott platzieren, hat er das gesagt? Warum denn immer Eingänge? Was können wir nachher vielleicht Straßen noch bauen? Kann das sein? Boah, könnte alles möglich sein. Ja, wir müssen mal so eine Serie starten und durchziehen. Allerdings muss ich gestehen, außer Anno habe ich sehr, sehr gesuchtet damals. Den 1701 ist das gewesen, oder? 1704, weiß ich gar nicht. Und dann den 1800er, der da rausgekommen ist. Oh, wir bauen das mal hier so rein. Ich hoffe, das klappt dann noch. Wie ist denn das hier mit dieser Hütte? Oh, da wird noch nicht so richtig was gemacht. Und dieser hier soll einen schönen dichten Wald bauen. Wir können das zuweisen, hieß es. Abholzen und aufforsten. Abholzen, aufforsten hier. Ach so, dann soll er nur aufforsten. Aha. Nö, soll er ruhig beides machen. Wir brauchen ja Holz. Arbeitsfeld ändern. Nö, ist schon gut. Der macht das schon. Ah, es ist ein bisschen weit weg vom Schlag, aber ich möchte direkt in der Siedlung auch nicht unbedingt so einen Schrottplatz haben. Was machen wir hiermit jetzt? Bleibt das? Arbeitsfeld ändern. Aha, ja. Ah ja, das ist ja gut. Ja, dann sammelt mir doch mal den Schrott aus dem Wald hier schön raus. Und was ist das nochmal gewesen? Holz abbauen. Okay, dann baut mir doch mal... Ach so, Arbeitsfeld ändern. Ach, das ist ja... Das ist ja schön. Dann baut doch hier mal hier Holz ab erstmal. Das finde ich... Klasse. Das ist bei Floatsom auch so ähnlich. Dass man die Arbeitsbereiche da so ändern kann. Das ist wahrscheinlich bei dem neuen Anno. Das ganz neue habe ich mir noch gar nicht angeguckt. Da wird es wahrscheinlich ähnlich sein. Ja, was wollte ich gerade sagen? Ich sollte das mal mit irgendeiner Serie durchziehen, auch wenn ich noch nicht so viele Titel dieser Arten durchlaufen habe. Ja, ich... Command & Conquer habe ich sehr gemocht damals. Aber das ist ja jetzt wieder was ganz anderes. Naja, nicht ganz anders, ein bisschen anders ist das aber schon. Ja, Anno, sowas dachte ich, könnte man vielleicht machen. Da hatte ich sehr, sehr viel Spaß mit. Und das hier könnte sogar das noch toppen an Spaß. Zumal ich auch alles so schön verstehe, was er erzählt. Ob das an der Sprache liegen könnte? Ja, eine sehr deutliche Aussprache hat er. Nein, ich meine an der... Ach, egal. Ja doch, ich verstehe das. Wir haben aber auch schon welche auf Englisch gehabt. Ich dachte aber auch an sowas... Ach, wie hieß der nochmal? Das war auch sowas Ähnliches hier. Da ging es aber sehr um die Moral der Siedler. Wie hieß der Titel? Irgendwas mit Atomik? Keine Ahnung. Müsste ich nochmal gucken. War aber auch noch sehr früh im Early Access. Und wie gesagt, es kam mir so vor, also sah so aus, vielleicht ist es dieser hier sogar, nur unter anderem Namen. Glaube ich nicht, nee. Ah, Atomic oder Atom Society hieß der, genau.
Und begeistert war ich davon. Ja, schon im Early Access. Nur, dass es dann, ja, wenn es dann abstürzt, man gibt sich die Mühe und baut da mühselig irgendwas auf. Habe ich da gar keine Aufnahmen zugemacht? Ich glaube, da habe ich den Publisher nicht erreicht. Da habe ich keine Erlaubnis dazu bekommen. Also, da habe ich mich nicht getraut, das dann zu machen. Und ja, da halte ich mich dann doch lieber zurück. Da gibt's ja, okay, das hier sieht ja auch ganz gut aus. Und wir haben hier auch eine Moral. Ja, aber da ging es wirklich darum, so sollen wir Entscheidungen treffen auch. Sollen wir Leute beerdigen oder sollen wir sie einfach so liegen lassen? Krankheiten, wer soll sterben und so. Das war auch so mit Aufbauen und allem drum und dran, so wie hier. Aber so ein bisschen krasser von der Moral. Ja, wir wissen ja nicht, was moraltechnisch noch auf uns zukommt. Ist ja jetzt gerade mal der Anfang, den wir uns hier angucken. Und Ostrov hatte ich auch mal einen Blick drauf geworfen. Das fand ich auch sehr interessant, Ostrov. Da könnte man mal gucken bei Let's Play with Uklamaki auf dem Kanal. Ich kann den unten in der Videobeschreibung mal verlinken. Der stellt den Titel da schon seit einiger Zeit vor und ich bin da echt auch neugierig drauf. Den möchte ich mir auch gerne mal angucken, Ostrov. Der ist aber auch in der Entwicklung noch. Nun ist es ja überhaupt nicht gut, bei der Vorstellung eines Titels über andere Titel zu reden, aber ich mache sowas gerne. Warum nicht? Ja, ich vergleiche doch auch irgendwo und es kommen doch dann Ideen und Erinnerungen an andere Titel und dann vergleicht man. Und klar, jetzt haben wir schon ganz viel erwähnt. Atom Society oder Atomic Society. Atom Society, da muss ich noch mal gucken, wie weit der Titel jetzt ist. Hoffentlich haben die da weitergemacht. Ich fand das super interessant. Aber vielleicht gibt es hier dann ja auch noch so krasse Entscheidungen. Ja, mit Frostpunk hatten wir es doch auch bei uns auf dem Kanal versucht. Frostpunk. Na, das hat auch irgendwie... Hat niemand geguckt. Es war einfach... Es hat auch keiner geliked oder Kommentare dazu abgegeben. Es war einfach nicht das, was man so erwartet bei uns auf dem Kanal. Na, da müssten wir erstmal ein, zwei Serien dieser Art durchziehen und dann müssten wir gucken, ob es dann jemanden interessiert. Also klar, die Leute, die nicht interessiert daran sind, werden dann nach wie vor auch nicht interessiert daran sein, an Aufbaustrategiespielen, Simulationen. Aber vielleicht kommen ja Leute hinzu, die dann Interesse daran haben. Nur ich kann ja nicht alles machen. Dann als nächstes, was dann noch? Horror oder so? Haben wir uns ja auch bisher ferngehalten von, größtenteils. Ja, okay, wir haben ab und zu mal sowas drin gehabt. Sowas wie Zombie mit I. Oder Riptide Island, also Dead Island. Gerne würde ich auch andere Titel noch machen. Ja, aber genug über andere Titel jetzt geredet. Und ja, Horror haben wir ja bis jetzt auch nicht großartig auf dem Kanal. Horror zieht immer. Bei Filmen auf jeden Fall. Und bei Spielen wird es ähnlich sein. Aber egal, konzentrieren wir uns nochmal auf den Titel hier. Nur ich frage mich, was passiert hier denn gerade? Wir brauchen einen Baufortschritt. Ja, da können wir jetzt gerade nichts machen, oder? Nur warten. Hier ringsum ist überall Schrott, aber die bringen das, glaube ich, erstmal zum Bus und dann vom Bus aus erstmal dahin, oder wie läuft das hier? Ich sehe überhaupt gar keinen, der dahin rennt. Doch hier rennt einer. Ein einziger. Wird uns angezeigt, wo er hinrennt? Oh, yo. Ah, später. Also wenn wir uns hier so ein bisschen eindenken, einleben, wenn wir hier einziehen in den Titel so ein bisschen, dann werden wir mit Sicherheit erstmal so, ah, jetzt erstmal alle das bauen, so zack, 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 dann werden wir wahrscheinlich sofort fertig damit, wenn 10 Leute daran arbeiten, geht das rucki zucki. Ja, und jetzt sind wir schon wieder am Ende der Folge, aber ich denke, wir haben auch richtig viel schon gesehen von dem Titel. Ich denke, für eine Vorstellung hier bei ZFG sollte das reichen.
Denn der Titel ist ja noch in der Entwicklung und wir werden mit Sicherheit dann nochmal spätestens bei D.NET den Titel vorstellen, denke ich, wenn der dann in der finalen Version raus ist. Und ansonsten, wenn größere Sachen kommen, interessante große Sachen, dann sind wir ja auch immer ganz gerne dabei und stellen dann nochmal bei ZFG einen Titel vor. Mal sehen, was er da anschleppt. Ja, Schrott hat er gebracht. Schrott brauchen wir keinen mehr, Holz brauchen wir jetzt. Na, kommt schon ein Holzträger irgendwo? Scheinbar nicht. Hier vorne wird Holz gehackt, scheinbar. Ja gut, die Einführung wird jetzt wahrscheinlich, wenn ich mir das so angucke, was wir hier alles noch haben, Unterkünfte, Gemeinschaft und war das Bier? Eine Kneipe, ja tatsächlich. Das erkenne ich doch sofort immer. Und was wir hier noch alles so vor uns haben, dann auch Fortschritt hier, Dekoration, okay, ich dachte, das wären Schulen oder irgendwie so etwas, Wissenschaft, dass man da so irgendetwas erforscht oder so Steinbruch und was man hier alles sieht. Da brauchen wir ja 100 Folgen für, nur die Einführung, um das hier vorzustellen. Ich denke, gesehen haben wir jetzt alles und das heißt, ich, also alles, was man wissen sollte, erstmal über den Titel, damit man überhaupt weiß, dass es so etwas gibt und was das alles kann. Und das heißt, ich bedanke mich an dieser Stelle für euer Zusehen, für eure Kommentare und für eure Likes. Daumen hoch für euch, macht es gut und bis zum nächsten Mal. An dieser Stelle bedanke ich mich nochmals für die Zusendung des Keys zu diesem Titel und vielen Dank auch, dass wir diesen Titel hier auf dem Kanal einmal in unserer Serie ZFG vorstellen dürfen. Also nochmal bis zum nächsten Mal. Und tschüss.